Willkommen zu einer neuen Folge Mass Effect 2. Wir sind auf dem Weg zu den Apartments. Beziehungsweise wir sind schon da. Sind Sie wegen meiner Tochter hier? Meine Neffe ist vor einer Woche gestorben. Und niemanden scheint es zu interessieren. Die Mediziner reden von einer Gehirnblutung, aber das ist nicht wahr. Es war Mord. Jemand hat meine Neffe ermordet, meinen Schatz. Ich glaube auch, dass sie ermordet wurde und ich suche ihren Mörder. Danke. Es ist so schwer, wenn einem niemand glaubt. Ich bin jetzt ganz allein. Gehören Sie zu Arias Leuten? Ich bin hier, um zu helfen. Ist es wichtig, wer mich geschickt hat? Niemanden auf dieser Höllenstation kümmert es, dass meine Neffe tot ist. Wenn Sie etwas unternehmen können, werde ich behilflich sein, so gut ich kann. Hatte Ihre Tochter viele Freunde? Nein, viele nicht. Sie war verschlossen. Die meiste Zeit hat sie ihre Skulpturen angefertigt und war nicht mit Freunden unterwegs. Aber etwas hat sich in den letzten Wochen verändert. Sie hat angefangen, von einer Asari zu erzählen. Morinth. Verstehe. Ich mochte sie nicht. Sie hat Neff in Clubs mitgenommen. Und ich bin sicher, dass meine Tochter von ihr Drogen bekommen hat. Samara. Kontrolliert Morinth ihre Opfer durch Drogen? Sie kontrolliert sie durch bloßen Willen. Die Drogen sind nur Lifestyle. Sie liebt den Club, den pulsierenden Bass. Sie ist eine Hedonistin. Diese Morinth hat meiner Tochter also geschadet? War sie es, die... Wer das getan hat, wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Wir schwören Ihnen, dass Neff schon bald wieder ruhig schlafen kann. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Oh. Mein armer Liebling. Darf ich Neffs Zimmer durchsuchen? Ich will nichts durcheinander bringen. Ihre Kleidung, ihre Kunst, ihre Skulpturen. Alles ist genauso, wie sie es zurückgelassen hat. Und so wird es immer bleiben. Mein Schatz ist fort. Danke. Es tut mir leid. Ich vermisse sie so sehr. Schon in Ordnung. Wir alle mussten Verluste durchleiden. Ich weiß, was es bedeutet, eine Tochter zu verlieren. Ich werde sie rächen. Danke. Und wenn es Ihnen hilft, den Mörder zu finden, dann durchsuchen Sie ruhig Ihre Sachen. Wir werden uns respektvoll verhalten. Ich werde Ihre Sachen durchsuchen. Natürlich werden wir uns respektvoll verhalten. Neff hat das gemacht. Ja. Neff. Ich schicke dir dieses Hologramm von dem Elcor-Künstler Forta. Seine Arbeit ist erhaben, aber sieh sie dir nicht zu lange an, sonst wirst du wahnsinnig. Ich will nicht, dass dir irgendwas Böses widerfährt, meine Liebe. Kannst kaum erwarten, deine Meinung über Forta. Ältesten Eintrag anzeigen. Hey, Tagebuch. Zyklus 34, Orbit 671. Es gibt viel zu bequatschen. Ich habe ihr Roots Namen gesagt und sie haben mich in den VIP-Bereich des Afterlife reingelassen. Alle haben mich angestarrt, ganz sicher. Plötzlich fängt neben mir eine total schöne Asari an zu tanzen. Sie bewegte sich wie Wasser. Immer in Bewegung, ständige Veränderung. Aber doch klare Formen und fester Körper. Ich bin in Trance. Dann habe ich mit ihr getanzt. Später haben wir was gegessen und ich werde sie morgen wiedersehen. Mittleren Eintrag anzeigen. Zyklus 36, Orbit 671. Bin ich ein Freak? Morinth ist ein Mädchen wie ich. Und sie ist ganz klar kein Mensch. Aber wenn wir tanzen und das Herlex durch meinen Körper fließt, wie sie mich dann ansieht, mit dieser Gier, dieser Sehnsucht, so hat mich noch nie jemand angesehen. Heute Abend haben wir uns geküsst. Letzten Eintrag anzeigen. Zyklus 42, Orbit 67. Heute Abend nimmt sie mich in ihr Apartment mit. Was auch geschieht, ich will für immer bei ihr bleiben. Sie kann meine Werke verkaufen. Wir könnten an einem noblen Ort leben, wie die Frauen in Vainia. Dem Video, das Morinth so gefällt. Wie konnte ich so viel Glück haben? Ich bin doch nur ein dummes Mädchen von Omega. Holo-Tagebuch schließen. Das ist das Werk von Morinth.
Künstler und kreative Leute ziehen sie an. Wesen mit diesem bestimmten Funken in sich, zudem meist leicht isoliert. Sie beeindruckt sie durch Intelligenz und Sexappeal. Die Jagd ist für sie ebenso interessant wie das Schlagen der Beute. Jeder, der 400 Jahre lang intelligente Lebewesen gejagt hat, ist mit Vorsicht zu genießen. Morins kommuniziert auf vielen Ebenen. Ihr Körper teilt dem ihren mit, dass unvorstellbare Ekstase auf ihn wartet. Ihr Duft weckt lange versteckte Gefühle. Ihre Augen versprechen Dinge, die sie noch nie von jemandem zu erbitten wagten. Ihre Stimme flüstert noch, wenn sie schon längst nichts mehr sagt. Also, was ist unser nächster Schritt? Ihren Unterschlupf zu stürmen wäre keine gute Idee. Sie hat bestimmt 100 Fluchtpläne. Sie wird landen und dann für 50 oder mehr Jahre verschwinden. So nah war ich noch nie an ihr dran. Dann müssen wir sie also rauslocken. Genau. Shepard, Sie lesen meine Gedanken. Der VIP-Bereich des Afterlife scheint Ihr bevorzugtes Jagdgebiet zu sein. Sie müssen dort alleine und unbewaffnet hingehen. Sie wird auf mich zukommen. Sie können Morins rauslocken. Wenn sie mich sieht, wird sie mit Sicherheit fliehen. Aber Ihnen kann sie nicht widerstehen. Sie sind auf dem Schlachtfeld ein Künstler. Sie strahlen diese Lebenskraft aus, die sie anzieht. Ihre Kraft wird sie anlocken. Ah ja. Wir verlieren Zeit. Nichts wie hin. Ich stimme zu. Wir können weiterreden, wenn wir dort sind. Dann rollen wir da mal hin. Also diesen VIP-Club haben wir doch schon mal gesehen. Da. Hier sind ja noch so. So, da haben wir ein bisschen mehr schwere Munition. Das sind ja nur diese ganz normalen Sachen. Die brauchen wir ja nicht. Gibt es hier noch irgendwo einen anderen Shop? Gesagt, im Vergleich hierzu wäre der Rest des Afterlife gar nichts. Muss ein kluger Kopf gewesen sein. Wer war's? Ja, Root. Gehen Sie rein. Kleiner Tipp. Wenn Sie einen Streit anfangen, tun wir Ihnen weh. Werden Sie angegriffen, können Sie sich natürlich wehren. Na dann. Sie müssen allein reingehen. Morins wird Sie beobachten. Wie jedes Raubtier ist sie vorsichtig. Sie müssen ihr Interesse wecken, damit sie sich ihnen nähert. Wenn sie ihr direkt gegenüberstehen, sorgen sie subtil dafür, dass sie sie in ihr Apartment einlädt. Ich folge ihnen unauffällig. Und wenn sie allein sind, schnappt die Falle zu. Hören Sie, bis zu meiner Ankunft schweben sie in großer Gefahr. Sie wird Schreckliches für sie vorbereiten. Und wenn sie nicht aufpassen, werden sie das sogar wollen. Dann los, fangen wir an. Shepard, wir haben nur diese eine Chance. Ein Fehler und Morins ist weg. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mich noch einmal an. Ich werde hier warten. Und Shepard? Danke. Ich teile diese Bürde sonst mit niemandem. Aber Sie sind der Einzige, bei dem ich mir das überhaupt vorstellen kann. Okay. Also wenn wir nur einen Versuch haben, dann sollten wir gleich vorher speichern. Gucken wir uns mal den VIP-Bereich an. Wisch? Was hat der Wisch? Problem. Hey, wissen Sie vielleicht, wo es Tickets für Expel 10 gibt? Diese unglaubliche Asari hat gesagt, das wäre ihre Lieblingsband. Ich will einfach nur das, was sie will. Ich brauche diese Tickets. Das Konzert von Expel 10 ist schon morgen. Mir rutscht gleich die Hand aus und sie stehen viel zu nah dran. Ganz ruhig, alles cool. Ich mache einen Rückzieher. Okay. Komm schon, Baby. Ich kann bezahlen. Und Trinkgeld gebe ich auch ordentlich. Ich sagte, Sie sollen sich von mir fernhalten. Was ziehst du nicht? Gib's auf.
Was machen wir denn tolle? Heutzutage lassen sie wirklich schon jeden rein. Das Niveau ist böse gesunken. Wollen wir das ausdiskutieren? Sie und ich gehen hinten raus, nur einer kommt wieder rein. Meiner hat er denn die Augen so zu? Ich will hier nur meinen Drink genießen. Kein Grund, sich aufzuregen. Verdammte Menschen. Noch hier. Was können wir noch Lustiges machen? Heute ist ideales Jagdwetter. Wir überfallen sie in der Gasse. Solange sie nicht für Aria arbeiten, ist alles in Ordnung. Wir müssen genug Credits zusammenbringen, um Link nicht ständig an den Hacken zu haben. Hey, was glotzen Sie so? Oh Mann, dafür haben wir nicht genug. Ich will, dass sie von hier verschwinden. Hey, wir müssen den Mann bezahlen. Wir arbeiten für Hink. Haben Sie gehört? Und was halten Sie jetzt von uns? Ich werde jetzt gehen. So ist recht. Einfach weitergehen. Uns fehlen noch so ein bisschen die Punkte dafür. Das ist so nervig. Hallo. Ich brauche dringend Hilfe und weiß nicht, wen ich fragen soll. Sie sind ein Mensch und scheinen nüchtern zu sein. Also sind Sie der Richtige. Können Sie mir helfen? Was für Hilfe? Meine Freundin Moiral schreibt einen Artikel über die Gangs auf Omega. Sie hängt mit Florid rum und er ist der schlimmste von allen. Was macht sie? Eine Videodoku. Sie ist Reporterin, verstehen Sie? Sie will was über die Anführer der Gangs machen. Ihrer Freundin könnte was zustoßen. Richtig. Und das wird auch passieren. Florid hat nämlich alles rausbekommen. Seine Gang ist auf dem Weg hierher und sie werden sie übel zurichten. Ich muss ihr schnellstens eine Nachricht übermitteln. Sie scheinen ziemlich viele Informationen zu haben. Ich bin ihr Techniker. Ich habe die Kommunikation der Gang überwacht. Im letzten Gespräch hieß es, Florid würde sie fertig machen. Mann, ich bin ein Technikfreak. Ich kann mit solchen Situationen nicht umgehen. Was soll ich für Sie tun? Sie und ich, wir haben einen Code. Wenn Sie rübergehen, zwei Worte zu Florid sagen, weiß meine Freundin, was los ist und wird sich absetzen. Die beiden Worte lauten Terminal und Ewigkeit. In dieser Reihenfolge. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das tun werden, sonst überlebt sie es nicht. Das kriege ich hin. Danke. Vielen Dank. Nicht vergessen, Terminal und Ewigkeit. In der Reihenfolge. Machen Sie einfach einen Satz draus. Na dann. Ich hasse diesen Ort und jeden, der hier. Brauchen Sie was, Mann? Gibt es hier ein öffentliches Extranet-Terminal? In einem Club? Haben Sie kein Universalwerkzeug? Das ist eine ziemlich seltsame Frage. Ich nehme immer öffentliche Terminals. Mein Universalwerkzeug ist schon seit einer Ewigkeit kaputt. Das wird mir zu blöd. Unser Gespräch ist beendet. Hey, Florid, ich muss mal. Ja? Beeil dich, Monroe. Ich will hier raus. Das Miststück kommt nicht zurück. Ich werde sie suchen. Ich rede mit niemandem. Sei doch nicht so. Ich hab Credits. Wir könnten zu mir gehen. Ich hab's gern einfach. Zieh Leine, Arschloch. Ich bin Tänzerin, keine Nutte. Du hast ein großes Mundwerk. Das würde ich zu gern mal in Aktion sehen. Die Dame sagte, sie sollen weggehen. Was ist denn? Ich such doch nur ein bisschen Unterhaltung. Das geht sie gar nichts an. Die guten Zeiten sind vorbei. Danke. Die Security hat gepennt. Mein Name ist Morin. Ich habe Sie beobachtet. Sie sind die interessanteste Person in dem ganzen Laden. Ich habe da drüben im Schatten ein Separé. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen?
Das ging jetzt einfach nur in den Typen wegprügeln. Komme ich hier und finde keine einzige interessante Person, mit der ich reden kann. An anderen Abenden ist es nur eine einzige. Heute Abend sind Sie es. Wo was war denn das eben? Habt ihr es eben auch gesehen mit dieser einen Person, die so hin und her geglitscht ist? Ich weiß, was mir gefällt. Ach ja? Was halten Sie von der Musik hier? Dunkle Rhythmen, ein harter Beat. Das weckt in mir irgendwas Primitives. Und bei Ihnen? Mich interessiert eine Band besonders, die sich Expel-10 nennt. Die dringen in meinen Kopf ein und reißen dort alles in Fetzen. Sie geben bald ein Konzert. Vielleicht sollten wir zusammen hingehen. Man kann sich in der Musik hier verlieren. Es gibt Methoden, die das noch verstärken. Verstehen Sie? Was halten Sie von Hallux? Es gleitet durch meine Seele. Wir haben wohl tatsächlich gemeinsame Interessen. Kennen Sie sich mit Kunst aus? Sie spricht die dunkelsten Ecken in meinem Inneren an. Was ist mit Ihnen? Kennen Sie den Künstler Forter? Ich hätte nicht gedacht, dass ihn hier irgendjemand kennt. Er ist erhaben. Es gibt viele Formen von Kunst. Ich habe Videos gesehen, die viel stärker waren als so manche Skulptur in einer Galerie. Kennen Sie Vienna? Mein Lieblingsvideo. Die beiden Schauspielerinnen darin sind überaus glamourös. Ich muss es sehen. Vielleicht sollten wir das gemeinsam tun. Ich bin durch die ganze Galaxie gereist. Reisen verändert einen, nicht wahr? Wirkliches Reisen bedeutet auch, sich an Orte voller Gefahren zu begeben. Wo man Dinge sieht und tun kann, die sich die meisten nicht mal vorstellen können. Ja. Wenn ich reise, treibt es mich an dunkle, gefährliche Orte. Orte voller Gewalt? Gewalt ist die deutlichste Ausdrucksform von Macht. Gewalt ist nur Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck ist die Macht. Wollen wir nicht woanders hingehen? Mein Apartment ist ganz in der Nähe und ich will mit Ihnen alleine sein. Aber ja, ganz einfach, wenn man diese ganzen Informationen hat. Okay, wo sind wir denn jetzt? Wo ist sie denn? Ach, sie sitzt da. Ein Geschenk von einem Verehrer. Die Statue hat mehr Persönlichkeit als er. Dennoch hat er mich genug beeindruckt, dass ich ihm gegeben habe, was er wollte. Ich liebe jedes Spiel, bei dem der Gegner glaubt, er stünde kurz vor dem Sieg. Kurz bevor sein Leben endet. Okay. Wenn Sie wollen, können Sie ein Hallux nehmen, aber sollten Ihre Sinne jetzt nicht alle ganz besonders geschärft sein? Ich liebe Clubs. Die Leute, die Bewegung, die Hitze. Ich höre noch immer den Bass, wie die Trommeln bei einer großen Jagd mit ihrem Blutrausch. Aber hier ist es still und Sie sind sicher. Entspricht das Ihren Wünschen, Shepard? Ich kämpfe lieber, als mich zu verstecken. Richtig. Es ist besser, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Ich habe diese Begeisterung für Sicherheit nie verstanden. Manche von uns sehen das ganz anders. Unabhängigkeit geht vor Unterwerfung. Ich glaube, dieser Ansicht sind wir beide. So ist es. Die Zustimmung kommt ein bisschen schnell. Sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass Sie mich wollen. Sagen Sie mir, dass Sie für mich töten würden. Dass Sie alles tun, was ich will. Darauf würde ich nicht zählen. Aber Sie? Wer sind Sie? Oh nein. Ich begreife, was hier abläuft. Das Miststück hat einen kleinen Helfer gefunden. Morinth. Oh. Mutter, nenn mich nicht so. Ich kann nicht einfach aufhören, deine Tochter zu sein, Mutter. Du hast deine Wahl vor langer Zeit getroffen. Welche Wahl? Mein einziges Verbrechen bestand darin, mit den Gaben geboren zu werden, die du mir vererbt hast. Genug, Morinth. Ich bin das genetische Schicksal der Asari. Aber sie sind noch nicht bereit, es zu verkünden. Und deshalb muss ich sterben. Du bist eine Krankheit, die ausgemerzt werden muss. Weiter nichts. Ich bin genauso stark wie sie. Ich würde mich ihnen anschließen. Ich habe bereits geschworen, ihnen zu helfen, Shepard. Bringen wir es zu Ende. Wir nehmen aber trotzdem Samara. Ihr
Ihr Weg endet hier, Morinth. Und ich soll das Monster sein? Hätte sie nicht einfach einen Kopfschuss geben können? Ich bin bereit, diesen Ort zu verlassen und die nächsten Schritte meines Lebens zu gehen. Sind Sie auch bereit zu gehen? Dann los. Ja, los weg da. Hier gehen wir aufs Schiff. Der Rat hat seine Rückteilnahme bekundet. Bedauert aber, dass er in einer Angelegenheit. Bereit! Das Ende ist. Wir können nur bei der Links vorbeigucken hier. Oder können wir nicht? Bereit! Das Ende ist nah! Ist das? Shepard? Shepard ist doch nicht. Aber es sind ja sehr viele Salarianer? Irgendwie so? Gehen wir mal auf die Normandy und fliegen mal wieder ins Weltall. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Das war ein bisschen zu schnell. Wonach sortiert er denn das? Okay, suchen wir mal Samara auf. Die war auf Steuerbordseite. War der rot? Morinth war gleichermaßen in meinen Träumen und in meinen Gedanken, wenn ich wach war. Zum ersten Mal seit 400 Jahren bin ich frei. Ich bin ein Krug voller Trauer und Reue, der in Scherben gegangen ist. Aber ich bin frei. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Sie haben Ihre Pflicht getan. Was ist mit Ihren Gefühlen? Eine meiner Töchter ist tot. Ich hatte alle meine Hoffnungen und Träume auf meine Kinder projiziert. Trotzdem kam die Pflicht immer vor den Gefühlen. Das ist bei Ihnen genauso. Was werden Sie jetzt tun, wo es Morinth nicht mehr gibt? Falls ich Ihre Mission überlebe? Ich bin eine Justikarin. Es gibt nach wie vor Ungerechtigkeit. Und vielleicht sogar noch weitere Adat Yakshi. Wollen Sie nicht sesshaft werden? Das war ich. Ich bin in meine Heimat zurückgekehrt, um eine Familie zu gründen. Ich werde mein ganzes Leben lang kämpfen und mich abmühen. Das ist mein Schicksal. Wenn ich sterbe, dann sicher nicht im Bett. Aber damit bin ich im Reinen. Ich muss gehen. Natürlich, Commander. Nochmals danke. Okay. Wenn ich so einfach so zu überzeugen ist. Ach gut, da steht jetzt auch fast Normandy bei ihr. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Sicher, lassen Sie mich nur schnell... Komm schon, du kleiner Bostedt! Oh... Verzeihung, ich habe ein bisschen Fieber und lasse es jetzt an dem armen Antriebskern aus. Keine Sorge, es ist nichts Ernstes. Ich war bei der Anzugreparatur unvorsichtig. Sie sind krank? Brauchen Sie Hilfe? Oder Bettruhe? Wirklich, ist halb so wild. Wenn uns eine entlaufene Bakterie umbringen könnte, wären wir schon längst alle tot. Das Fieber ist in ein, zwei Tagen wieder weg. Keine Sorge. Es wird meine Leistung bei der Mission nicht beeinträchtigen.
Eigentlich ist es nicht mal eine Krankheit. Wir machen da in Wahrheit eine akute allergische Reaktion durch. Ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Leben in einem Anzug leben könnte. Wir tragen den Anzug sogar innerhalb der Familie. Der intimste Kontakt zu einem anderen Quarianer ist eine Verbindung der Umweltanzüge. Erst werden wir krank, dann passen wir uns an. Es ist unsere wichtigste Geste von Vertrauen und Akzeptanz. Ich habe dafür allerdings noch nie jemandem ausreichend vertraut. Außer, naja, zumindest keinem Quarianer. Sie wissen, was ich meine. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, Tali, und mir geht es genauso. Aber Sie müssen mir nichts beweisen. Ich weiß, das heißt, ich weiß es nicht, aber so habe ich das nicht gemeint. Es ist, wow, ziemlich heiß hier drin. Es ist nur so, dass es traditionell auch die Bereitschaft signalisiert für Intimität. Ich wollte nicht, es ist nicht immer so. Eher, wie kommen wir denn überhaupt auf dieses Thema? Ach komm. Ihnen muss überhaupt nichts peinlich sein, Tali. Ich hege ähnliche Gefühle für Sie. Wirklich? Ich dachte nicht... Sie haben nie... Ja, gut. Wie auch immer, ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber danke für den Besuch und das Gespräch. Dieser Blick von Shepard, ne? Schon so ein bisschen seltsam. Okay, wir haben ja noch ein paar Missionen, die wir machen müssen. Aber... Wir machen jetzt mal Kaffee, das ist auch das anscheinend in dieser Folge. Bis denn.